Wir bei Mühle fertigen jetzt seit mittlerweile knapp 80 Jahren Produkte für die Nassrasur. Was damals in der Waschküche meines Großvaters hier in Stützengrün im Erzgebirge begann, ist über die Jahre zu einem Betrieb mit einer hohen Fertigungstiefe gewachsen. Auf den CNC-Drehmaschinen fertigen wir Komponenten aus Messing, Edelharz und Holz, die später zu Rasierern und Rasierpinselgriffen montiert werden. Die Messingteile werden anschließend aufwendig poliert und gehen dann zum Verchromen. Nicht alle Hölzer sind von Natur aus so widerstandsfähig, dass sie sich für den Gebrauch mit Wasser und Seife eignen. Die müssen wir dann entsprechend beschichten oder die Oberflächen behandeln, damit sie sich dauerhaft mit Wasser und Seife auch bewähren. Wie muss der perfekte Pinsel beschaffen sein? Das Geheimnis liegt an und für sich in der exakten Mischung der Phasen zueinander. Der Pinsel darf weder zu weich noch zu fest sein und die Mischung macht es dann am Ende. Bei der Fertigung müssen zunächst die Fasern aus 10 Gramm genau abgewogen werden, kommen dann in einen sogenannten Formbecher und werden dort in Form geklopft. Danach werden sie abgebunden, es kommt ein Ring drauf und dann werden die Haare miteinander verklebt. Nach dem Trocknen müssen die überschüssigen Haare noch ausgekämmt werden und dann ist der Pinsel eigentlich auch schon fertig. In der Montageabteilung werden aus den einzelnen Komponenten fertige Produkte. Zunächst wird erst nochmal jedes Teil auf Qualität geprüft und wenn alles passt, wird es dann auch montiert. Für die Montage nutzen wir Schraubklebeverbindungen, um von vornherein Probleme auszuschließen, die beim Gebrauch durch die großen Temperaturunterschiede auftreten könnten. Am Ende der Fertigung wird jedes Produkt nochmal ganz sorgfältig kontrolliert. Es wird geprüft, ob alle Übergänge sitzen, ob alles passt. Und ist das der Fall, kann das Produkt das Mühle-Logo tragen, bevor es dann an unsere Kunden in aller Welt verschickt wird.